Moin moin und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Let's Play LS17, wo wir gerade damit angefangen sind, unsere erste Rapsernte mal einzufahren. Genau, hier hatten wir schon den Flug hingestellt, der dann hier mit anfangen kann. Das passt doch auch schon mal ganz gut. Das wollen wir mit dem Helfer machen natürlich, das wollen wir jetzt nicht unbedingt selber machen. Denn das Feld hier muss natürlich einmal gepflügt werden. So, die ganzen Fahrzeuge hier alle ein bisschen durcheinander. Was ist mit dem eigentlich? Den steht hier, den hat man gerade eben leer gemacht. So machen wir das. Sehr schön. Aber fahren die beiden noch schön parallel hier. Unsere beiden Drescher, die wir Menschen haben, aber jetzt mit drei Helfern wird uns natürlich auch eine Menge Geld abgezogen. Also mal sehen, dass wir den hier gleich ein bisschen wegkriegen, weil sonst werden wir dem Flug im Weg sein. Was machen wir mit dem JCB dorthin? Den lassen wir erst nochmal stehen. Ne? Guck mal, wenn die gleich beide noch einmal zurückfahren, danach könnten wir eigentlich schon einen Drescher zum nächsten Feld übersetzen. Fährt er nicht weiter. Ist der auch... Kriegen wir das in diesen Anhänger gar nicht rein? Na, tut mir leid, ne? Und den Anhänger, der ist zu hoch. Na, nehmen wir den gelben gleich schon rüber, oder? Kurz warten und dann geht's weiter. Ach, ist nicht viel, ne? Mit 3000 da drin. Der andere fährt jetzt noch einmal hin und zurück. Kann es echt sein, dass ein so ein Drescher, also der hier in der Kapazität, das ganze Feld ernten kann hier, ohne dass wir einmal abbuggern müssen. No, verrückt. Was macht das denn jetzt? Kannst du eigentlich ruhig in die Richtung hier weiterfahren. Ist auch noch genug zum Ernten da, ich weiß nicht. Auch jetzt geht's auch. Gut. Den lassen wir erstmal kurz stehen, die brauchen wir nicht, der fährt gleich zurück. Der ist voll beschäftigt. Die größeren Flüge kann man mit den kleinen Traktoren, glaube ich, nicht so gut ziehen. Das macht irgendwie keinen Sinn. Den hier bräuchten wir mal. Da haben wir hinten nämlich Weizen drin. Da kommt vorne Raps rein. Also richtig viel Geld machen wir mit unseren drei Feldern scheinbar noch nicht, ne? Es reicht jetzt nicht, um so viel Geld zu haben, dass wir schon weitere Felder kaufen können. Was bleibt uns da übrig? Ich weiß nicht, warum der nicht weiterfahren will. Das ist zu alt, der Drescher, oder was? Kann ich gleichzeitig abbunkern und
crashen. Möglich wär's. Aber ich würde sagen, wir fahren mit dem Traktor gleich mal zum Lager. Obwohl, nee, eigentlich müssen wir den Anhänger vorne überhalten. Das macht sonst keinen Sinn. Das können wir später machen. Dann fahren wir mit dem kleinen Drescher gleich hier rüber. Das andere macht sonst auch keinen Sinn. Dann fängt er dann so spät an, Drescher zu senken. Hier vorne liegt der Haspeler. Deshalb. Hä? Hätten wir einmal selber Vorgewende machen müssen, vielleicht. Na gut. Einmal hin und zurück, nur 253. Wobei, ich muss auch sagen, ne, diese Felder hier waren nicht gepflügt oder sonstiges. Nur das Feld hier hinten, auf das wir jetzt zufahren, war einigermaßen ordentlich vorbereitet vom Düngerstatus und vom Pflugstatus. So, machen wir erstmal ein Vorgewende hier. Ich glaube, hat schon deutlich mehr Ertrag hier, ne? Gut. Unser Helfer C kommt gut voran. Sollten wir erst noch pflügen. Naja, den können wir mal irgendwann wieder nach Hause fahren. Oder wir gucken, was man mit dem sonst noch so für Aufgaben reißen kann hier in der Nähe. Denn wir müssen auf jeden Fall bald wieder ein paar Missionen starten. So viel steht fest, ansonsten kriegen wir nicht so viel Geld. Hier könnten wir düngen mit dem Dicken. 12 Minuten Zeit. Und mit dem sind wir schon ein bisschen befreundet. Feld 28. Aber ich weiß nicht, was wir hier unten sonst machen wollen, so richtig, ne? 27. Und mit dem haben wir jetzt voll schon befreundet, oder war da noch eine Stufe? Hier könnten wir dreschen und uns die letzte Stufe holen. 16 Minuten haben wir dafür Zeit. Aber erstmal machen wir unsere eigene Ernte schnell fertig, oder? Das dauert ja nicht mehr lang. Dann hoffen wir, dass das Feld noch nicht geerntet ist. Stopp, ein bisschen weiter nach außen, dann können wir hier den Helfer einstellen. Genau, da springen wir mal runter, hier springen wir mal rein. Das fällt echt gleich komplett schon geerntet. Kurz nochmal die Bodenbeschaffung angucken. 15 noch nicht, 12 und 14. Ne, ach so, dann ist das über, hä? Hä, wie war das nochmal? Man holt viel zu wenig Ertrag aus dem Feld.
Gott, natürlich hier die Bäume wegsäbeln und das alles zu einem Feld zusammenlegen. Aber wir haben gemerkt, für Bäume kriegen wir nicht so viel. Das können wir dann höchstens häckseln. Einzelne Holzstücke. Das rentiert sich für uns nicht. Guck mal, der ist auch nicht mehr voll. Haben wir dann zu wenig Dünger ausgebracht oder was ist hier los vom Ertrag her? Das ist ja echt schon traurig. Wenig Ertrag das bringt. Na, heiz mal rüber. Hol es auch gleich zurück. Dann fahren wir gleich unten rum. Das ist noch unser größtes Feld. Sollen wir selber ein bisschen Drescher fahren, ein bisschen Kosten zu sparen in der Ernte. Wir kriegen nicht mal einmal unseren Anhänger voll. Ist auch immer enttäuschend, der Ertrag. Ups. Das ist uns unser Multiplay-Stream ja auch schon aufgefallen. Man viel ernten muss, um mal ein bisschen Geld zu verdienen hier. Der Flug dort hinten, dann ja, muss man natürlich überlegen, den roten Anhänger, ich weiß gar nicht, ob wir den hier noch brauchen, naja. Auf jeden Fall haben wir gerade eine Folge gebraucht, um unsere drei Felder zu ernten. Haben leider aber nicht mal eine Anhängerladung voll mit Raps. Auch wenn der Rapspreis, glaube ich, aktuell recht gut ist. Machen wir vielleicht höchstens 20.000, 30.000, ne? 30.000 vielleicht an Ertrag. Und wenn wir dann die Helfer hier die ganze Zeit haben, guck mal, wieder 1.100 Lohnzahlung abgezogen gerade. Und denn hier Dünger kostet auch richtig viel mittlerweile. Oh, blinkt der? Will das tatsächlich ausgeleert werden? Ja, da ist noch ein bisschen Folie. Wo ist denn unser? Da ist er. Oh, ein bisschen mehr Raps. Oh, ist auch gerade voll schon. Gut. Haben wir den noch? Wobei ich bin mir auch schon sicher, wir können hier. Wir haben ein bisschen Raps auf Lager. Lass uns das auch gleich mitnehmen und verkaufen. Müssten wir hier eigentlich abholen können. Obwohl ich auch schon überlegt habe, alles Raps einzulagern. Was wir so haben, was ja nicht viel ist, aber irgendwie muss man doch fast dann schon besser auf eine große Nachfrage warten, oder? Anstatt das alles zu verkaufen, aber gerade am Anfang ist man ja auf jeden Euro hier angewiesen, um neue Felder kaufen zu können, um neue mehr Maschinen kaufen zu können.
FH wird durch ein Objekt blockiert. Dann fahren wir dem halt ein bisschen zur Seite, damit er weiterfahren kann. Dann hole ich mir schon mal, werde ich schon mal den Weizenanhänger voll machen. Heute würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Machen wir, ja, heute gibt es noch, glaube ich, eine weitere Folge. Ich wünsche mir noch einen schönen Tag. Schönen, ja, würde mich da auf jeden Fall freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder reinschaltet. Bis dahin.